Man hört immer wieder, dass Religion die Ursache für Kriege ist. Was kann man dem entgegensetzen? Religionen sind in der Tat immer wieder missbraucht worden für Gewalt und für Dinge, die die Menschheit in den Abgrund gezogen haben, muss man geradezu sagen. Und Religionen sind deswegen wirklich auch immer wieder Teil des Problems gewesen. Sie müssen Teil der Lösung werden. Und dafür gibt es viele Ansatzpunkte. Alle Religionen müssen selbstkritisch auf ihre eigenen Traditionen schauen und sehen, an welcher Stelle diese Traditionen missbraucht werden können. Und sie müssen in aller Klarheit feststellen, dass es sich um Missbrauch handelt. Die friedensfördernde, die versöhnungsstiftende Kraft von Religion ins Zentrum zu rücken und wirklich fruchtbar zu machen für die Versöhnungsprozesse, die in Gesellschaften notwendig sind, das ist die große Aufgabe der Religionsgemeinschaften, auch für uns als Kirchen. Vor kurzem waren Sie im Irak und haben mit Menschen dort gesprochen. Was muss Ihrer Ansicht nach jetzt geschehen? Für mich ist ganz wichtig, dass, wenn wir über die Situation im Nordirak sprechen, wir nicht nur über militärische Gewalt sprechen. Ich habe in aller Klarheit gesagt, dass wir die Vereinten Nationen im Nordirak brauchen und dass die Vereinten Nationen, auch Soldaten der Vereinten Nationen, die Zone im Nordirak sichern müssen, damit die Menschen wirklich in ihre Dörfer zurückkehren können, ohne Angst vor der Gewalt der IS zu haben. Aber genauso wichtig ist, dass wir ihnen humanitär helfen, dass wir alles tun, was wir können, damit die Menschen, gerade jetzt, wenn der Winter kommt, auch wirklich diesen Winter überleben können, dass sie ein festes Dach über dem Kopf haben, dass sie genug zu essen haben, dass sie Kleider haben. Deswegen brauchen wir eine große Anstrengung der Völkergemeinschaft, auch der Menschen hier in Deutschland, dass wir diese Menschen unterstützen. Das Dritte, was wichtig ist, ist, dass wir eben nicht nur kurzfristig hier mit militärischer Gewalt Menschen schützen, sondern dass wir eine Perspektive für die Zukunft haben. Und deswegen muss die Völkergemeinschaft alles tun, was sie kann, um wirklich eine zivile Zukunft für den Irak zu ermöglichen.